Hallo, was machen Sachen? Heute gibt es den dritten Teil. Ich zeige euch kurz so im Groben, wie die Unreal Engine funktioniert. Ich zeige euch, wie man ein Projekt startet von Anfang an, wie man Sachen einfügt, so die grobe Navigierung. Und dann basteln wir unsere Materialien. Einmal das normale Standard-Basismaterial, wie man es für fast alle Assets benutzt. Dann halt ein extra Material für Glas und eins für die Emissive Map. Unsere Materialien, die wir für unsere schöne Laterne brauchen. So, fangen wir dann an und starten die Unreal Engine. Die Unreal Engine hat den großen, großen Vorteil, finde ich. Sie arbeitet gut und sie ist kostenlos. Und auch gerade für Artists sehr übersichtlich, da man alles mit Drag and Drop machen kann. Zeige ich aber euch gleich. Ah, es hat sich ein bisschen was geändert. Also, das sind meine Projekte, die ich habe. Die sind auf meinem Computer irgendwo gespeichert. Wir machen ein neues Game auf. Ihr könnt jetzt sogar aussuchen, wofür. Das ist jetzt relativ neu. Wir bleiben bei Games. Ich mache hier Games Asset. Macht Games Sinn. Wenn ihr was anderes haben wollt, könnt ihr machen. Im Prinzip, der Aufbau ist der gleiche. Es sind nur kleinere Sachen unterschiedlich. Wir fangen an. Ja, hier auch wieder. Je nachdem, was ihr erreichen wollt mit eurem Spiel, habt ihr die verschiedensten Möglichkeiten. Ja, das meiste, was halt benutzt wird, ist halt First Person oder Third Person. Wo ist die denn? Hier. Das, was halt meistens genutzt wird, ist halt First und Third Person. Aber vollkommen egal. Das sind halt so Sachen, die geben euch halt auch, je nachdem, was ihr wollt, spezifisch nochmal ein paar extra Sachen dazu. Und lassen ein paar Sachen weg, die jetzt nicht so relevant sind. Die müsst ihr dann ein bisschen mehr suchen. Wir fangen ganz gewöhnlich an. So, da wir nur unser Material vorführen möchten, nehme ich jetzt einfach nur ein komplett blankes Canvas. Machen wir Next. Hier kannst du entscheiden, möchtest du Blueprint, C++, also für die Leute, die programmieren können. Wir können C++, ihr könnt da auch mit drin rumfuschen. Oder mit drum rummachen. Ich habe mit Programmieren nichts am Hut. Höchstens Blueprints. Ich kann auch nicht viel in Blueprints ein paar Sachen rotieren lassen. Ist nicht meins. Dann hier. Ja, große, hohe Qualität. Macht Sinn. Wir können hier auch Raytracing jetzt anmachen. Disable, enabled. Nochmal enabled. Das geht dann halt alles mehr so auf den Computer auf zurück. Ja, maximal Quality. Raytracing enable. Ich mache für Desktop-Computer, man kann hier dann halt auch für Mobile. Und das Schöne ist, an der Unreal Engine, die kriegt einen kleinen Stutter-Content mit so ein paar kleinen Assets und Texturen, mit denen ihr so ein bisschen rumspielen könnt. Ist eine tolle Sache, gerade für den Anfang, da kann man ein bisschen was ausprobieren. Dann halt, wohin gespeichert. Ich bin unkreativ, nenne es Testgelände und dann Create. So. Jetzt muss er kurz denken. Ich werde euch auch mal aus Spaßes halber die Epic Launcher verlinken, falls den noch keiner gefunden hat. Und über den Epic Launcher kriegt ihr auch die Unreal Engine. Die könnt ihr dann einfach runterladen. Die neueste Version ist jetzt seit einer Woche raus. So, ach, da ist auch schon, ja, unser Testground. Ihr kriegt hier ganz viel Gebämsel, das ihr probieren und machen könnt, wie ihr Lust habt. Gibt es jetzt irgendwas speziell Neues? Sehe ich jetzt erstmal so auf den ersten Blick nicht. Muss mal durchlesen. Okay. So, wir haben hier noch nichts. Hier ist der Starter-Content. Ich will meine Liste. Ich mache mir die Liste mal auf, dann habe ich einen besseren Überblick. Starter-Content. Könnt ihr ja durchgucken. Hier ist alles Mögliche. Props, gibt es neue Props? Nee, stell mal Steine auf. Zack, da habt ihr einen Stein. Okay. Das ist der Starter-Content. So, Content. Ich mache mir einen neuen Ordner auf. Ah, nein! Falsch. Ich mache mir für die Lampe jetzt einen neuen Ordner auf. Da packe ich alles rein. Das ist dann auch euch komplett überlassen, wie ihr eure Ordner strukturiert. Ihr habt ja keine Vorgabe, wenn ihr nicht in einem Team etc. arbeitet. Dann holen wir jetzt erstmal alles rein. Die Texturen. Alle vier. Zack, Bums. Einfach Drag and Drop rein und der Computer macht den Rest. Dann brauchen wir jetzt noch unsere Lampe. Die habe ich hier
Assets, glaube ich. Lampe. Auch hier Drag and Drop. Hier kommt es wieder drauf an, was ihr mit dem Ding erreichen wollt. Habt ihr eine Animation? Wäre das Skelett sinnvoll? Habt ihr keine, braucht ihr es nicht. Ist ja keins vorhanden. Das könnt ihr so lassen. Das kann alles so bleiben. Machen wir mal auf. Ah, hier haben wir es. Der Item ist auf. Beim Mesh. Also. Das ist okay, das ist okay. General Lightmaps. Habt ihr eure eigenen Lightmaps gemacht? Macht den Haken aus. Habt ihr keine eigene gemacht? Lasst ihn an. Funktioniert momentan so semi-gut. Reicht für den Anfang komplett aus. Später kann man die Lightmaps auch nochmal bearbeiten und einfügen. Ist jetzt aber erstmal irrelevant. Kommt bei Meshes. Kann Sinn machen, wenn ihr mehrere Kleinteile habt, um die dann zu einem Mesh zusammenzufügen. Jetzt die Lampe habe ich ja in vielen, vielen kleinen Teilen gebastelt. Die hat viele, viele kleine Teile. Wenn ihr die nicht in der Maya oder eurem Programm schon zusammen komprimiert habt, könnt ihr das hier nachholen. Brauche ich jetzt nicht, ich habe es in Maya schon gemacht. Aber ist glaube ich gesprungen, je nachdem, was ihr wollt. Auch wenn ihr mehrere Sachen exportieren wollt, macht Combine Mesh aus, weil er aus allen weil er sonst aus allen Dingern, die ihr exportiert, ein Mesh macht. Das kann ein bisschen unpraktisch sein. Ihr seid varianter, wenn ihr die einzelnen Assets, also eine Lampe und ein Sofa und einen Tisch habt, wenn ihr diese einzelnen Möbel einzeln habt und nicht alles zusammen draufgepackt, sonst könnt ihr die in einem Stück bewegen. LODs sind jetzt erstmal auch irrelevant, brauchen wir erstmal nicht. Das andere ist alles okay. Ja, das funktioniert. Und dann, je nachdem, habt ihr eins oder mehrere. Ich empfehle immer Import. Dann könnt ihr jedes einzelne quasi importieren. Achso, ja, und ich habe die Materials nicht ausgeschaltet. Die könnt ihr einfach rausmachen. Force Delete, kein Problem. So. Dann haben wir unsere schöne Lampe. Da auch wichtig, wenn ihr die Sachen raus exportiert. Guckt, dass die mittig auf dem Pivot stehen. Oder auf dem Nullpunkt. Sonst könnten die sonst wo landen. Der Import orientiert sich immer an eurem Nullpunkt. Da setzt er den Pivot hin. So. Okay, jetzt haben wir das Material, also unser Modell hier drin. Ist noch kein Material drauf. Ich habe jetzt verschiedene Materialien. Ups. Ich habe was vergessen. Ja, okay, kleine Fehler. Ich habe da wo irgendwo Mist gebaut. Ich habe nur zwei Materialien, ich brauche drei. Da ist was schief gelaufen. So, aus Fehlern wird man klug und das. Ah, nicht importieren. File. Open. Lampe. Da ich Mist gebaut habe, fällt das zu eurem Gunsten, weil ich euch dann jetzt klären kann, wie man halt Materialien zuordnet. Ist halt hier ganz einfach. Alles, was irgendwie ein anderes Material haben will, also wenn ihr mehrere Texturen benutzt und halt wie hier, ich möchte ja für die Gläser und für die Lampe ein extra Material erstellen. Ist ganz einfach in Maya, fügt ihr jedem, was ein anderes Material haben soll, auch ein anderes Material zu, also einen anderen Lambert oder einen Blink zu. Ich habe wahrscheinlich einfach nicht die Lampe. Ja. Ich bin doof und habe das vergessen. So, Lampe sortiert. Ja, ups, falscher Knopf. Welchen Lambert habe ich jetzt benutzt? So, zwei. Okay, es ist gelb, die anderen sind nicht gelb. Okay, so, jetzt habe ich meine drei Materialien eingeordnet. Dann gehen wir auf den. Ja, ich habe es ja auch schon schön benannt. Lampe Export, weil es nur ein Modell ist. Ich persönlich nutze den Game Exporter ganz gerne. Ihr könnt aber auch einfach normal als FBX importieren. Assets, Lampe, Export. Ja. Ach ja, und hier, das könnt ihr für den Export, für die Engine einfach so lassen. Kein Ding. Die sind gut eingestellt. So.
wie Import. Wenn ihr schon ein Modell habt, könnt ihr das nochmal importieren. Wenn ihr Import und dann Reset to FBX. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt alles importiert. Okay. Nochmal zurück in Maya. Export all, ja. Export Selection ist wichtig. Ich will nur das Ausgewählte. Meint jetzt Export Selections, soll da gar nichts exportiert. Ja, okay. Neuer Versuch. In die Engine. Einen Re-Import. Da haben wir jetzt die Lampe. Und unser 3-Matrix. Wieso 4? Wieso hast du 4? Was bist du? Du bist leer. Oder wie? Ich habe ein leeres Material. Du tust irgendwie gar nichts. Du bist alles. Du bist die Gläser. Du bist das. Wieso bist du hier? Okay, ich habe ihn weggemacht. Den brauchen wir nicht. Man kann auch hier nochmal einen hinzufügen. Aber ich finde es jetzt so leichter, weil man da eine bessere Kontrolle drüber hat. So, okay. Modell ist da. Wir haben 3 Slots für die verschiedenen Bereiche. Brauchen wir das Material. Dazu geben wir einfach auch Material. Dann machen wir Basis. Also ja, kein Leerzeichen. Lampe. Das ist unsere Basislampe. Und die Basis für die Lampe. So. Okay, wichtig hier auch. Die gepackten Maps, die werden seltsam exportiert. Ihr müsst diesen sRGB-Häkchen ausmachen. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr einen sehr, sehr glossy Material. Ich weiß nicht, warum Unreal immer noch das tut. Das speichern. Und auch wichtig, gucken, ob die Normal Map eine Normal Map ist. Es kann passieren, dass die Normal Map nicht als Normal Map exportiert wird. So. Hat aber funktioniert. Das kann weg, das kann weg. So. Jetzt. Okay. So. Wir haben hier unser Base Color. Die ziehen wir einfach rein. Alles über Drag and Drop, kein Problem. Wir brauchen hier die RGB. Die muss in Base Color rein. So. Ich mach's mal. Ups, das war der falsche Hebel. Ich mach's mal größer. Aber mach hier. So. Ihr seht an der Lampe immer nichts. Ich habe es noch nicht zugeordnet. So. Dann haben wir die Emissive. Die zeige ich euch jetzt auch einfach mal. Die normale Emissive, wie die funktioniert. Dann bastel ich mir eine. Auch hier RGB in die Emissive Color. Dann haben wir die Normal Map. Die muss RGB in die Normal Map. Ich mache die mal kurz zur Seite. Und jetzt haben wir die gepackte Datei. Hier sind mehrere Maps auf eine rein. Funktioniert dadurch, dass die ganzen Maps alle eine Grayscale Map sind und einfach auf die verschiedenen Channel verteilt sind. Jetzt aufgepasst. Rot ist unsere Ambient Occlusion. Die kommt da rein. Grün ist Roughness. Und blau ist Metall. Das ist die Standard-Einteilung in Unreal. Ihr könnt das auch anders da einstellen. Das ist aber mehr Arbeit, wie es nur tut. Standardmäßig ist Rot ist die Ambient, Grün ist Roughness und Schwarz ist Metall. Speichern. So. Speichert. Hat gespeichert. Machen wir den Kollegen zu. Jetzt können wir hier... Nein, warte mal, war was. Nee, Glas haben wir noch nicht. Okay, ich habe die Messe hier drinne. Und hier. Jetzt haben wir... Ja, wir haben ja keine Opacity. Jetzt seht ihr es nicht. Okay. Mache ich ein neues Material. Das wird unser Glas. So, ich mache jetzt einfach einen ganz einfachen Trick. Holen wir einfach eine normale Note.
mit N1 einfach. Die kann an, aus. Und mach die in die Opacity rein. Achso, ja, das muss ich einstellen. Mask. So, das sorgt jetzt dafür, ich markiere die einfach nur aus, dass wir einfach durchgucken können. Wir kommen gleich zum Glas. Hallo, würdest du bitte meine Null arbeiten und eins draus machen? Und eins. Das müsste jetzt dafür sorgen, dass es aus ist. Glas. Zack. Oder nicht? Oh, okay. Ich muss so pisse die Mask rein. War doof von mir. Das ist auch wieder ein Unterschied zwischen Opacity und Opacity Mask. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Aber sie haben es getan. Das ist die 0. So. Okay, 0 ist aus. Ich habe jetzt einen kleinen Upsi gemacht. So, wir haben unsere Lampe und sie leuchtet. Sieht man jetzt halt nicht so gut, weil es ist hell. Wir machen es mal kurz dunkel. Würdest du bitte? Dankeschön. So könnt ihr auch ganz schnell und einfach Sachen basteln, indem ihr einfach erstmal Cubes benutzt. Ich bild mal kurz und mach quasi das. Was ist denn hier? Zulassen. Würdest du bitte arbeiten? Dachte ich, bild jetzt mal kurz das Licht, dass wir es dunkel haben, dass wir die Emisse mit besser sehen. Es sieht jetzt grottig aus. Ich weiß, die sind nicht schön, es ist nicht schön eingestellt. Unser Licht macht doch ganz schön viel Licht. Funktioniert also gut. Man kann halt problemlos die. So wie ihr seht, jetzt seht ihr es besser. Unser Licht macht tatsächlich Licht, die Emisse funktioniert. Man kann je nachdem, wenn man es braucht oder nicht, über einen Multiply. Ich zeige es mal kurz. Multiply. Also ihr könnt einfach Leertaste und eintippen, dann kriegt ihr das, was ihr braucht. N1 wieder für eine normale Note. Einmal hier unten. Du kommst hier oben. Wieso mache ich das bei der normalen Map? Bin ich doof. Das ist die falsche Map. Da, die brauche ich. Muss da rein. Ich sollte auch die Emissive Map nehmen, um eine zu machen. Über ein Multiply könnt ihr dann halt die Intensität nochmal einstellen. Speichern. Ich glaube 100. Ja, so. Seht ihr? Multiply könnt ihr einfach einstellen, wie hell das Ding leuchten soll. Ich habe es jetzt halt ein bisschen übertrieben. Sieht halt imposanter aus, wenn das Ding halt leuchtet wie sonst was. Funktioniert auch. So. Ich mache jetzt mal weg. Ihr habt gesehen, was ich gemeint habe. Ich bilde nochmal Licht, dass wir jetzt unser Licht wieder kriegen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwo Licht aktivieren möchtet oder wegmachen möchtet, müsst ihr es bilden. Ausnahme ist halt das Sunlight, das funktioniert auch ohne Bilden. Das ist das Einzige, was halt wirklich movable sein sollte. Zum Licht ist irgendwann mal ein ganz anderes Thema. Das ist eine ganz eigene Physik an sich. Ist ja auch Physik an für sich. Die genauso ähnlich funktioniert in Unreal Engine wie im echten Leben. Die Schatten sind manchmal ein bisschen seltsam, wenn die Settings nicht so hoch sind. So. Okay, das ist jetzt die Missive, wie man sie mit einer Textur benutzt. Falls ihr bei irgendwas keine Textur haben solltet und eine Missive haben möchtet, geht das auch anders. Dann machen wir auch noch einmal neues Material. Ich nenne das einfach mal Leuchten. Da könnt ihr jetzt auch einfach über eine 3, also eine Note 3. Damit könnt ihr Farben darstellen, einfach linke Maustaste, habt ihr die drinne. Da könnt ihr dann einfach in die Emissive reingehen.
euch eine Farbe aussuchen. Wir haben jetzt mal blau. Ja, oder nicht. Nimm mal lila. Okay. So. Saven wir das. Und schon haben wir ein lila Leuchten. Na, save. Funktioniert. So, so hat man dann einfach eine stinknormale Emisse. Ist dann wichtig, wenn man die nutzt. Wir haben eine Normal Map auf der Lampe. Sollte man die Normal Map auch einfügen. Macht es schöner. Bei Lampen macht es auch, gerade bei runden Lampen macht es halt auch Sinn, wenn man teilweise die Sachen ohne Normal Map macht und dafür einfach mehr Polygone einfügt. Wirkt bei leuchtenden Sachen meistens besser. Aber so könnt ihr auch einfach Sachen zum Leuchten bringen. Wir können jetzt einfach den hier komplett, ich bin ein Leuchtender, komplett Leuchtender. Macht halt mehr her, wenn es dunkel ist, aber ich bin jetzt zu vollständig, die Map zu baken. Das dauert ein bisschen lange und dass sie halbwegs vernünftig aussieht. Aber ihr wisst, worauf ich hin will. Das leuchtet. Auch hier wieder mit einem Multiply könnte man das Leuchten verstärken. So. Jawohl, ich mach mal variables Leuchten. Ich lasse das mal hin. Da haben wir unsere drei Materialien drin. Ich lasse es vielleicht nicht so ein bisschen gelb. Vielleicht ein bisschen mehr Orangegelb. So viel Orangegelb. So. Ich lasse es jetzt so. So, das kann weg. Wir haben unsere Lampenbasis mit der Emissive. Die haue ich jetzt auch raus, weil ich ja die Emissive einzeln habe. Was man auch machen kann. Man kann hier genauso Blend-Modes einfügen wie in Photoshop oder auch jetzt in Substance Painter. Wenn man mehrere Dinge hat und die man immer leicht ändern möchte, möchte man ja nicht immer eine komplette Textur beändern und sonst was, aber die wirkt sich dann halt auf komplett das gesamte Material aus. Was funktioniert denn bei Schwarz am besten? Ich glaube Soft Light Screen. Dann machen wir hier Blend. Dann brauchen wir auch ein Dreier-Material, weil damit können wir Farbe darstellen. Mal den hier unten rein. Oh, nein, wir treffen. Und dann machen wir hier ja, eine Farbe drauf. Machen wir was weiß ich. Grün. Schön, es gibt Grün. Sollte funktionieren. Wieso hast du den Grün nicht übernommen? Grün, okay. Ja, geht doch. Safe. Man muss es halt immer speichern, damit es einen Effekt hat. Und zack, jetzt haben wir halt ein Blend drüber über alles. Je nachdem, was für ein Blend ihr drauf habt, habt ihr einen anderen Effekt und wie ihr den auch einstellt. Ist halt praktisch, wenn ihr ein Objekt habt mit einer Textur und die ein bisschen Variation reinbringen wollt. Etwas heller, etwas dunkler, ein bisschen mehr gelb, ein bisschen mehr grün etc. Pipapo. Variation macht bei einer Sache viel aus. Wobei mir halt echt sehr dunkel sind mit dem Schwarz. Es ist noch okay. Das war ja nicht komplett schwarz, es war dunkelgrau. Wie ihr seht, sind halt wirklich die Farben ein bisschen anders dargestellt, wie wir sie in der Substance Painter hatten. So. Okay, jetzt kommen wir zum Glas. Das ist natürlich erstmal Blödsinn. Wir brauchen ein Material, das durchsichtig ist. Wir gehen hier auf unseren Material drauf. Dann kriegen wir hier verschiedene Sachen angezeigt. War jetzt bei den normalen Sachen komplett irrelevant. Die normalen Sachen sind standardmäßig eingestellt. Opacity nicht. Dann müssen wir hier auf Translucency, also ja, Transparenz gehen. Dann weiter runter. Hier. Der Light Mode. Den müssen wir auch ändern. Wir brauchen, wo ist er denn hier? Den Surface Translucent Volume. Den brauchen wir für unsere Zwecke. Da haben wir unsere ganzen Maps drin, die wir brauchen. Hier Roughness, Opacity, Normal, haben wir alles drin. Das speichern wir kurz. Je nachdem, was ihr halt für Texturen habt, könnt ihr die jetzt auch mit diesem Shader benutzen.
und ihn halt transparent wirken lassen. Wichtig ist, wenn ihr den Shader benutzt, dass ihr da alle Sachen reinmacht, die eine Transparenz haben. Die Sachen, die keine Transparenz haben, sollen nicht in das Material rein, weil die sehr komisch wirken können. Die können teilweise auch eine Transparenz abkriegen. Wie gesagt, nur die Sachen, die wirklich eine Transparenz haben, sollen mit in dieses Material. Da müsst ihr halt beim Sortieren ein bisschen drauf aufpassen. Die normalen Materialien kriegen auch gerne mal eine leichte Transparenz. Das sieht immer ein bisschen seltsam aus, wenn die Sachen so einen dichten Durchschein haben. Deswegen müsst ihr die Materialien gut voneinander trennen, die da nicht rein sollen. Ist mir am Anfang öfters passiert, dass ich halt auch Sachen, die nicht transparent sind, mit in unsere Transparenz reingepackt haben. Die waren zwar halt von der Opacity Map her nicht transparent, aber durch den Shader sind die dann doch leicht transparent geworden. Sieht manchmal sehr seltsam aus, gerade wenn sich Sachen überlappen, haben die so einen komischen Glitch drin. So, okay, lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn. Wir wollen eine Refraction einbauen. Fangen wir mit Farbe an. Auch wieder Dreier-Note und machen wir ein bisschen Farbe rein. So, Sonne von Farbe. Okay. Dann brauchen wir natürlich eine Roughness. Wir können unsere Roughness hier aus der Map nehmen. Hallo, würdest du? Bitteschön, dankeschön. Roughness ist grün. Weil wir schon mal dabei sind, hauen wir die Metallic und die Ambient da rein. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Metallic, die nicht verbunden ist, ist immer auf schwarz, also auf nicht metallisch. Eine Metallic Map, die nicht verbunden ist, ist immer nicht metallisch, also kann da nichts schief laufen. Und Ambient Occlusion haben wir, glaube ich, da nicht so wirklich was drauf. So. Dann haben wir unsere Opacity, die darum es geht. Da können wir auch einfach eine normale Einer-Note nehmen. Das ist auch halt 1, Linksklick. Da können wir jetzt einstellen, wie viel durchsichtig die ist. Machen wir mal. Ja, das war wieder so eine Schätzfrage. Ich mache einfach mal Mitte. Dann gucken wir weiter. Jetzt kommt das Wichtigste, was halt bei Glas auch vergessen geht. Es ist jetzt zwar durchsichtig, aber Glas hat diese ganz komische Eigenschaft, dass sie Sachen anders reflektiert. Ist auch bei Autolacken oder sowas. Das nennt sich Refraction. Und dazu fällt auch der Fresnel-Effekt. Das ist am besten, ihr googelt das mal. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, wie ich euch das erklären soll. Das ist halt einfach die Art, wie verschiedene Sachen reflektieren. Gerade Glas und Metall haben diesen Effekt drin. Bei Autolack ist der nochmal ganz speziell. Aber am besten googelt das, wenn es euch interessiert. Das ist halt wirklich sehr physikalisch und ganz viel Mathematik und Wissenschaft. Es reicht, dass ihr wisst, dass der existiert und dass der auch in der Engine dargestellt werden kann. Wie man ihn aufbaut. Wir brauchen erst einen LERP, nennt sich das. Okay, der neue LERP nennt sich Linear Interpolate. Das Ding braucht ihr für den Fresnel-Effekt. Das kann jetzt einfach da rein. Dann brauchen wir erstmal zwei normale Nodes und unser Fresnel. Der nennt sich auch einfach Fresnel, wenn er sich nicht geändert hat. Ja, hier haben wir doch Fresnel. Den da brauchen wir. Ja. Das ist an für sich schon eingestellt. Das ist unser Alpha. Dann brauchen wir hier einen Eingang. Hier reicht es aus zu wissen, hier ist eins. Geht zu. Und hier unser B. Und da kommt es jetzt halt drauf an, was ihr habt, welches Material ihr habt. Wasser, Eis, Glas, Diamanten etc. haben alle einen unterschiedlichen Fresnel-Effekt. Den könnt ihr googeln. Es gibt es nennt sich einen IOR-Value. Was genau das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Das ist halt die Angabe, die physikalische Zahl, die angibt, wie das Licht bricht. Es ist ja kompliziert, ich will es nicht erklären. Es reicht aus, dass ihr einfach die Zahlen wisst. Glas hat einen Wert von 1,52. Schickt. Wieso und weshalb ist ja an für sich erstmal Jacke wie Hose. Wichtig ist die Zahl, dass die stimmt. Warum der so ist, da können sich Physiker mit beschäftigen.
müssen Artists nicht tun. Ihr müsst nur wissen, er existiert und hat diesen Wert. Das reicht vollkommen aus. Es reicht oft aus, dass man weiß, es existiert. Warum es so ist, gibt es andere Leute für. Sowas halt immer mal googeln. Hab die selbst alle mal durchgelesen und so weiter, aber wirklich verstanden ist eine andere Sache. Wie gesagt, oft reicht es aus, wenn man weiß, es existiert. Gerade als Artist, Lichtbrechung und so weiter, habt ihr immer mal. Und dann reicht es aus, dass es existiert. Mir fällt auch gerade ein, wir hatten hier ja auch Dingens. Ein bisschen Dreck drauf. Den holen wir uns natürlich auch rein. Holen wir hier unsere Textur rein. Hallo, wozu denn hin? Okay. Und dann machen wir den Value mal auf 2. Und das ist dann halt jetzt immer nur noch so kleine Feinabstimmungen. Je nachdem, was ihr darstellen wollt, zeigen wollt, braucht ihr bei den verschiedenen Werten andere Sachen. Jetzt die Opacity, wie durchsichtig soll euer Glas sein? Und ist das jetzt normales Glas, Milchglas? Da gibt es auch wieder Werte für, die kann man sich raussuchen. Glas ist halt eine Sache, die kann man halt gefühlt einstellen, die Opacity. Und ich habe hier irgendwas falsch eingeordnet, weil ich die Opacity in der Normal Map drin habe. Wieso habe ich in der Normal Map? Eine Normal Map habe ich hier gar nicht. Also ein Alt und Linksklick ist entfernen. Das habe ich auch. Jetzt weiß ich auch, warum es nicht funktioniert hat. So, dann heißt wieder speichern, gucken, ob es stimmt und dann wieder gegebenenfalls abstimmen. Das ist halt, wie gesagt, je nach Bedarf muss man ein bisschen testen. Jetzt haben wir hier. Ja, ein bisschen. Ja, seht ihr das? Hier haben wir doch den Fresnel-Effekt. Da, diese Spiegelung. Das ist damit gemeint, dass das funktioniert. Das ist der Fresnel-Effekt. Diese Lichtbrechung. Diese Lichtbrechung. Also heute kann ich nicht mehr sprechen. Stimmt das hier wenigstens? Maple. Ja. Das ist mir doch ein bisschen zu durchsichtig. Ich probiere es mal mit 4. Ich wollte das hier nicht so krass durchsichtig haben. Ja, das sind doch schon mal... Obwohl, vielleicht doch noch ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man die normale Map aufbaut, wie man eine Massive Map in mehreren Wegen bearbeitet und wie man eine Opacity erstellt und ein spezifischen Glasshader an einfachen machen kann. Man kann die Sachen auch unnötig komplizierter machen. Die sehen natürlich dann hübscher aus. Aber diese Standard-Dinger reichen gerade von Anfang vollkommen aus. Und die meisten Modelle tut man wirklich nur importieren, indem man wirklich nur Base-Color reinlädt, die gepackte Map und eine Normal-Map. Das sind so die Standard-Dinger, die eigentlich die meisten Modelle haben. Dann halt so speziell Dinge wie Glas, Wasser und so weiter haben halt nochmal einen eigenen Shader. Die werden aber nicht allzu häufig benutzt. Und das wäre unsere Lampe. Wie sieht doch? Hey. So, bitte schön. So. Den speichere ich auch mal. Und indem ihr eure Materialien hier einordnet, sind die für dieses Modell fest. Und jedes Mal, wenn ihr das Modell reinzieht, habt ihr die gleichen Modelle, gleichen Materialien drauf. Wenn ihr die ändern wollt, könnt ihr die natürlich ändern, indem ihr mal bei Dragon draufzieht. Aber das sind halt die Stand, die sind dann halt eure eingestellten Standardmaterialien für dieses Modell. Erleichtert die Arbeit, wenn man gerade sowas hat, wo man halt zigmal die Lampe wieder benutzt. Muss man nicht jedes Mal die Materialien einordnen, man ordnet sie einmal unter und fertig ist die Sache. So. Das war jetzt das Einführungstutorial in Textur. Einmal, wie man so einen Substance Paint erstellt. Wie man die erstellten Texturen dann auch in der Unreal Engine benutzt. Und auch, wie man in der Unreal Engine simple Materialien sich erstellen kann. Es gibt natürlich viel, viel mehr, was man damit machen kann. Wie Wasser etc., bewegtes Wasser, generell Bewegung über einen Panel reinbringen. Ich werde euch nach und nach so ein bisschen was zeigen, was man denn so alles basteln kann. Vielleicht hat sich ja ein oder andere gefunden, der sich das selbst mal ausprobieren möchte. Wie gesagt, in der Unreal Engine im Starter-Content sind ein paar Materialien drin.
Ja, müssen wir aber durchklicken. Gibt auch viele Leute, die ihre Modelle gratis anbieten. Kleine Eigenwerbung. Ich verlinke euch mal Mediafire. Da habe ich die Modelle, die ich in letzter Zeit erstellt habe, auch alle online. Die dürft ihr euch runterladen. Das sind die Modelle mitsamt den Texturen. Ihr dürft die frei, privat benutzen. Ihr dürft die nur nicht kommerziell benutzen. Das heißt, ihr dürft die nicht weiterverkaufen. Wenn ihr die in Videos benutzt oder halt daheim zum Testen, habe ich absolut nichts dagegen. Stellt ihr etwas öffentlich. Wäre ganz, ganz lieb von euch, wenn ihr mich einfach nur erwähnt, dass ich das gebaut habe. Aber ihr dürft jetzt nichts draus verkaufen. Wenn ihr jetzt Videos mit dem Material nutzt oder ein bisschen was, eine Szenerie zusammenstellt und in Facebook oder Divin oder sonst was so blatt, seid so lieb und gebt mir ein bisschen Credit. Verlinkt mich einfach und schreibt dazu, dass ich die Modelle erstellt habe. Wenn ihr mich taggt, schreibe ich auch gerne was drunter. Man unterstützt sich ja gerne, weil ich habe auch gar nichts dagegen, wenn meine Sachen benutzt werden. Ich stelle die extra dafür ins Internet, nur halt nicht weiterverkaufen. Das finde ich doof. Weil ansonsten die 3D-Modelle. Habt Spaß damit. Es gibt auch viele andere Leute auf TurboSquid oder auch über die Unreal Marketplace findet ihr auch gratis Modelle, die ihr benutzen könnt. Achtet halt beim Download runter, dass es auch wirklich Games-Assets sind, nicht, dass ihr euch irgendwo ein High-Poly-Modell runterladet. Ihr versucht das in die Unreal Engine zu ziehen und die dann erstmal abkackt, weil die so viele Polygone hat. Das war's dann auch für heute. Ich hoffe, ich habe was gelernt oder fand es wenigstens interessant zu erfahren, wie es funktioniert. Vielleicht inspiriert sich der ein oder andere auch ein bisschen dazu zum Games Artist oder zum Modellieren. Und dann, man hört und stört sich. Und schönen Tag noch!